Schlüssel 1983 als Geländeauto. Von Namibia hörte ich zum ersten Mal, als mein Partner aus Deutschland mir vorschlug, ihn und seine Gruppe auf dem Weg zu ihrer Partnerschule in Afrika zu begleiten. Wir leiten beide zwei miteinander kooperierende Arbeitsgemeinschaften für Medien. Janusz am Schiller-Gymnasium in Münster und ich im Palast der Jugend in Katowice in Polen. Wir arbeiten im Rahmen des Vereins Solarnet. Das Ziel dieses Vereins ist die Unterstützung der internationalen Kommunikation, insbesondere zum Austausch in den Bereichen erneuerbare Energien und Medien. Da unsere Arbeit vorwiegend im Internet stattfindet, haben wir das erste halbe Jahr nur online kommuniziert. Jetzt sollten wir uns zum ersten Mal treffen, und das direkt in Afrika. Meine Reisevorbereitungen begannen in einer Buchhandlung. Ich habe nachgeschaut, wo dieses exotische Land überhaupt liegt. Überraschend für mich war Namibias Andersartigkeit verglichen mit allem, was ich von Europa kannte. Namibia ist zweimal so groß wie Deutschland, hat aber nur etwa 1,5 Millionen Einwohner. Die Haupteinnahmequellen Namibias sind ihre Diamantenvorkommen. Die Hauptstadt ist Windhoek. 30 Kilometer westlich davon liegt Baumgartsbrunn. Ein kleines Schuldorf, das die Eigenschaft besitzt, das Leben eines jeden Menschen zu verändern, der dort einige Stunden verbringt. Wir sind hier im Januar angekommen. In Europa wütete einer der kältesten Winter des Jahrhunderts. In Windhoek war es Hochsommer. Afrika überfiel unsere Sinne. Die Sonne kitzelte unsere Haut. Der Geruch der Wiesen reizte unsere Nasen. Das Farbenspektrum machte uns schwindelig. Sehr schnell entdeckten wir aber, dass nicht die Diamanten und auch nicht die atemberaubende Landschaft den größten Schatz des Landes ausmachen. Als wir in Baumgartsbrunn ankamen, lernten wir sofort Kinder kennen. Sie machen 90% der Einwohner des Dorfes aus und hinterließen einen starken Eindruck auf uns. Außer ihnen leben hier in Baumgartsbrunn noch einige Lehrer, Kinderbetreuer, Köchinnen und Arbeiter. Auf der anderen Seite des Weges gibt es eine ähnliche Situation. Die Schülerinnen der Berufsschule und ihre Lehrer. Sonst nichts. Nur noch die atemberaubende Landschaft. Wenn man nicht durch Geschäfte, Fernsehen, Architektur und andere Kennzeichen der Zivilisation abgelenkt wird, empfindet man die menschlichen Besonderheiten viel deutlicher. Mit dem Sonnenaufgang erwacht das Leben im Schuldorf. Die Kinder versammeln sich zu der allmorgendlichen Messe, in der sie religiöse und patriotische Lieder singen. Der Schulleiter, Herr Sauerwein, erinnert die Kinder an die wichtigsten Verhaltens- und Lebensregeln. We are taking care of this planet. For our children's 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 children. Not for us. We are just here temporarily. Ne? Nach der Messe fängt der Unterricht an. Zusammen mit dem Schulleiter gehen wir zu den ältesten Schülern in die 7. Klasse. Wir nehmen an einer Unterrichtsstunde teil, in der religiöse und moralische Werte vermittelt werden sollen. If you close your eyes for 5 minutes. And you look to yourself, your potential. What is it that you want to become in life? What do you want to become one day?
I want to become a policewoman to fight crime in our country. Beautiful. She wants to become a policewoman to fight crime in our country. Is it not a beautiful dream that she has? Ich bin Lehrerin. Also kann ich mir die Freude nicht entgehen lassen, meine namibischen Kollegen beim Arbeiten zu beobachten. Schnell entstand eine ganz besondere Freundschaft zu Tussi und Bertus. Beide sind sehr sympathische Menschen und offensichtlich sehr beliebt bei ihren Schülern. Am meisten Respekt genießt aber Frau Thompson. Sie ist die einzige weiße Mitarbeiterin der Schule. Aber es ist nicht ihre Hautfarbe, die ihr diesen Respekt einbringt. Ein kurzes Gespräch mit ihr genügt, um zu spüren, wie viel Leidenschaft in dieser kleinen Person steckt. The most important thing for me is to give our children a chance to pass their grades here so that they can go to high school and even further than that, because there is so much of unemployment in our country. If they don't pass, then they will be lost forever. Die Schule in Baumgartsbrunn wurde in den 70er Jahren gegründet. Helmut Blecks, ein Geschäftsmann aus Deutschland, der hier eine Farm gekauft hat, wollte, dass die Kinder seine Arbeiter lesen und schreiben lernen. Sehr schnell schickten auch andere Farmer und Farmarbeiter ihre Kinder zu ihm. Die Schule wurde mit der Zeit immer größer. Später gründete er auch eine Berufsschule für Mädchen. Dort sollten junge Frauen für die Hotelbranche ausgebildet werden. Als Namibia 1991 unabhängig wurde, gingen die Schulen allmählich in die Obhut des Staates über, behielten aber ihre besonderen Merkmale. Jede Farm hat eine Fläche von bis zu einigen tausend Hektar. So wohnen die Eltern der Kinder nicht selten mehr als 100 Kilometer von ihnen entfernt. Viele besuchen ihre Kinder nur zu speziellen Anlässen. Es gibt hier auch etwa 40 ehemalige Straßenkinder aus Windhoek. Meistens Waisenkinder, deren Eltern an AIDS starben. Ein Ereignis, das die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen ergab, war das Sportfest. Es ist ein wichtiger Termin, denn die besten Leichtathleten qualifizieren sich hier für die Landesmeisterschaften. Die Namibier sind sehr familiär. Einer der Väter kam über 50 Kilometer auf einem Pferd geritten, um seinem Sohn zu applaudieren. Die deutsche Gruppe half bei der Organisation des Festes. Gleichzeitig wurde es für sie eine Lektion zur Bescheidenheit. Die jungen Sportler laufen oft ohne Schuhe über den steinigen Boden und entbehren auch bei allen anderen Sportarten selbst den geringsten Standard. Das ehrgeizige Kämpfen, das frenetische Anfeuern und die ganze Euphorie konnten ohne weiteres mit der Weltmeisterschaft in Deutschland verglichen werden. Diese Kinder besitzen beinahe nichts. Oft genug haben sie nicht einmal genug Sachen zum Anziehen oder Schuhe an den Füßen. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, als wir die Räume betraten, in denen sie wohnen. Auf alten, zerrissenen Matratzen und kaputten Betten schlafen oft mehrere Kinder. So ist es nachts ein wenig wärmer, denn die Nächte in Afrika können bitterkalt sein. Durch dieses Erlebnis entstand im Kopf von Christoph, unserem Solarchef, eine spontane Idee. Um den kleinen Bewohnern eine Freude zu machen, beschlossen wir, mit ihnen ihre Räume zu streichen. Ja, machen wir innen das hellblau und dann kann man was an die Wand machen, irgendwas Schönes so. Weißt du, was würdest du sagen? Die Aktion entpuppte sich als eine tolle Gelegenheit zur deutsch-namibischen Verständigung und endete mit einem Vertrag. Dieser besagte, dass die Jungen selber für die Sauberkeit ihrer Behausung Sorge tragen müssen. Wenn es ihnen gelingt, wird der Verein Solarnet dafür sorgen, dass die Räume mit den nötigen Möbeln ausgestattet werden.
Eines der Ziele des Vereins Solarnet International ist es, wie der Name schon sagt, die Nutzung der Solarenergie zu fördern. Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung ist Namibia dafür ein idealer Ort. Im letzten Jahr konnten mit Unterstützung der Stadt Münster solarthermische Anlagen in der Primary School errichtet werden, die das Schuldorf mit warmem Wasser versorgen. Eine wichtige Sache im Comas-Hochland, wo es im Winter bis zu minus 10 Grad werden kann. Unerträglich kalt für die vielen Schüler, die nicht einmal eine Winterjacke besitzen. Für die Schüler der Primary School war die Funktionsweise der Anlagen nicht ganz klar. Eine wurde sogar durch Steinwürfe der Kinder beschädigt. Um den Schülern die Funktionsweise der Solartechnik zu erläutern, entschloss sich die Gruppe, gemeinsam mit den namibischen Schülern Solarexperimente durchzuführen. Zunächst wurden zwei Parabolkocher aus einfachen Mitteln selbst zusammengebaut. Namibische und deutsche Schüler fanden sich schnell in einem Arbeitsteam zusammen und arbeiteten Hand in Hand. Höhepunkt war ein Wettbewerb. Wie lässt sich am schnellsten Rührei zubereiten? Mit einem Holzfeuer, mit einem Parabolkocher oder mit einem Solarofen? Drei deutsch-namibische Teams traten hier gegeneinander an. Gewinner war das Holzfeuerteam. Aber nur, weil es sich das Feuerholz nicht erst suchen musste. Also gewonnen hat unser Team mit dem Feuerholz, das auf einem traditionellen Feuer mit einem Dreibeintopf gekocht hat. Das hat gewonnen. Der große Vorteil, den die aber hatten, war, dass sie überhaupt kein Feuerholz suchen mussten. Sie mussten es nicht hacken, gar nichts. Es war alles schon vorbereitet. Insofern waren die Voraussetzungen für sie schon nicht ganz realistisch. Hätten die auch noch Feuerholz suchen müssen und hacken, wäre sicherlich der Solarofen der schnellste gewesen. Verglichen wurde auch, wie schnell man jeweils Wasser im Parabolkocher oder im Solarofen erwärmen konnte. Hier wurde im Minutenabstand der Temperaturanstieg gemessen und die Daten in Tabellen auf dem Laptop festgehalten. Schulinspektor Franz van Sitter, der gerade die Primary School besuchte, war von der Zusammenarbeit der namibischen und deutschen Schüler begeistert. But this is exactly what I am observing at this stage from your side, that you are really trying to provide, and even more so, to provide in such a way that it's sustainable and maintainable for these people in this specific institution. And therefore, I'm very, very grateful. So thank you very much for your inputs in that regard at this stage. Im Rahmen des Projektes besuchten wir zusammen mit den namibischen Schülern des Solarprojektes die Waldorfschule in Windhoek. Eine Schule, die sich technisch auf einem sehr hohen Niveau befindet. Diese Schule hatte vor kurzem durch Unterstützung aus Europa eine große Photovoltaikanlage auf dem Schuldach errichtet. In einem eigens errichteten Pavillon informiert die Waldorfschule über die Funktionsweise verschiedener Solartechnologien. Konrad Rödern von der Firma SolarAge, der schon lange mit der Münsteraner Gruppe zusammenarbeitet und der auch die Solaranlagen im Baumgartsbrunn errichtet hat, führte uns durch die Ausstellung und zeigte uns, auf welch vielfältige Weise die Waldorfschule die Solarenergie nutzt. Besonders beeindruckt waren wir von einem Modell, das uns die Kombination der Solartechnik mit der Brennstoffzellentechnik zeigte. With electricity we break up the water into the two gases. Hydrogen bubbling here, oxygen bubbling here. So the hydrogen is generated. Zum Schluss stellten wir in der Aula der Schule unsere Arbeit zur Solarenergie in Baumgartsbrunn vor. Vortragende für unsere Gruppe waren Lennart und David. Am letzten Tag vor unserer Abfahrt, einem Sonntag, lud uns Konrad Rödern auf die Farm von Freunden ein, die die Solarenergie optimal nutzen. Das große Windrad, das früher die Wasserpumpe antrieb, und der Dieselgenerator haben ausgedient. Ihre Aufgabe hat eine große Photovoltaikanlage übernommen, eine sogenannte Tracking-Anlage, die automatisch die Solarpanels nach der Sonne ausrichtet. Dass man schon mit zwei kleinen Solarpanels die Grundversorgung eines Haushalts sicherstellen kann, zeigt uns ein Besuch bei dem Farmarbeiter Joseph und seiner Familie. Aber das Licht ist sehr willkommen. Hier reicht der Strom für die Beleuchtung,
den Kühlschrank und den Fernseher. Familie Simoni, die die Farm bewirtschaftet, hat sich optimal an die klimatischen Verhältnisse angepasst. Mit viel Energie und Fleiß haben sie in der Dornbuschsteppe ein kleines Paradies geschaffen. Dank der künstlichen Bewässerung haben sie einen faszinierenden Garten angelegt mit verschiedenen Zitrusbäumen, Gemüse und Blumen. Hier gibt es sogar einen Kakteengarten. Nach zwei arbeitsreichen Wochen in Baumgartsbrunn genießen wir die paradiesische Umgebung. Wir liegen in den Hängematten, schwimmen im Wassertank und lassen es uns gut gehen. Konrad Rödern findet Zeit, uns die Bedeutung der Solarenergie für Namibia zu erklären. Ja, Solarenergie in Namibia ist gekennzeichnet durch eine reiche Ressource. Wir haben 327 Sonnentage und damit lässt sich sehr viel machen. Bisher bekamen wir allerdings sehr günstigen, billigen Strom aus den Kohlekraftwerken Südafrikas geliefert, sodass die Leute, die Anschlussmöglichkeiten an das Stromnetz haben, die Solarenergie manchmal belächelt haben. Jetzt reicht die südafrikanische Kraftwerkskapazität nicht mehr aus. Die Strompreise steigen drastisch. Und Namibia droht, in die gleiche Falle zu geraten, in der viele andere afrikanische Länder schon sind. Afrikanische Länder, die zum Teil wesentlich mehr Geld für Energie- und Ölimport investieren, als sie überhaupt exportieren. Das heißt, de facto wird der Energieimport von Entwicklungshilfe mitfinanziert. Manche behaupten, dass es auf der anderen Straßenseite eine völlig andere Welt gibt. Ich denke, dass es nur eine etwas besser herausgeputzte Seite der gleichen Medaille ist. Die Berufsschule bildet nur junge Mädchen aus. Es ist kein Zeichen der Diskriminierung. Das Profil der Schule möchte Frauen unterstützen, sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrerseite. Damit hilft die Schule, die beruflichen Chancen der namibischen Frauen zu verbessern. Seit einigen Jahren werden auch Schülerinnen aus den SOS-Dörfern aufgenommen. Für diese Mädchen ist das vielleicht eine Chance für ein gutes Leben. Die Schule hat einen guten Ruf und der große Teil der Mädchen, die ihre Ausbildung hier beenden, finden eine Stelle. Um die Partnerschaft zwischen dem Schiller-Gymnasium und Baumgartsbrunn zu stärken, wurden seit 4 Jahren Zivildienstleistende dorthin entsandt. Bei unserem Besuch treffen wir Ronja, die dieses Jahr diese Stelle als Jahrespraktikantin wahrnimmt. Was fasziniert die jungen Leute so sehr an Afrika? Welche besonderen Erfahrungen machen sie hier? In diesen 7 Monaten hat sich das sehr, sehr viel verändert, gerade weil ich nicht mehr die Farbe sehe bei den Mädchen. Also das heißt, ich sehe sie als normale Menschen an. Als ich das erste Mal hier war, habe ich gedacht, okay, die sind anders als ich, was aber gar nicht stimmt. Also sie sind genauso wie jeder andere auch. Und das war halt einfach, dass das Mensch Mensch ist und dass es keinen Unterschied zwischen den Kulturen gibt. Jeden Tag lernte ich die Schule besser kennen. In Gruppen arbeiten die Mädchen in der Buchbinderei, im Garten, in der Küche oder in der Schneiderwerkstatt. Sie lernen alles, was sie später auf einer Touristenfarm, einer sogenannten Lodge, brauchen. Schon nach kurzer Zeit entdeckte ich,
da ich auch aus einem kleinen polnischen Dorf stamme, sehr viel Ähnlichkeiten zwischen mir und den jungen Frauen. And you are a teacher in Poland? Yeah. Okay. And what kind of language you are, what kind of subject you are teaching there? Polish. Polish? Yeah. What about if I want to say good morning in Poland? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. And what about if I want Ich sehe, dass sie genau die gleichen Träume haben, wie fast alle Frauen der modernen Welt. Sie wollen einen Beruf erlernen, sie wollen sich selbst verwirklichen, aber gleichzeitig wollen sie auch eine Familie gründen. Sie haben Angst vor der Zukunft und vor dem HIV-Virus, welcher jedes Jahr zahlreiche Menschen tötet. Oft langweilen sich die Mädchen, denn die nächste Stadt ist 30 Kilometer entfernt und es gibt hier keine regelmäßigen Busverbindungen. Aber sie sind jung, schön und sie sehen der Zukunft mit großem Vertrauen entgegen. Wenn es in Baumgartsbrunn dunkel wird, verlieren die Gegenstände ihre Farben. Dafür verschärfen sich Formen und Töne. Das laute nächtliche Zirpen der Zikaden kann nur noch von dem Lachen der spielenden Kinder übertönt werden. Am Ende meines Besuches begutachtete einer der Schüler der Primary School meine braun gewordenen Schultern und meinte: "Aga, you are black now." Ich freute mich darüber und dachte, dass die 2 Wochen, die ich in Baumgartsbrunn verbracht hatte, mich tatsächlich zu einer der ihren gemacht hatte. Ein Baumgartsbrunn, we are Baumgartsbrunn.